Hallo Camperfreunde, willkommen zu einem neuen Video bei Ben am Leben. Und zwar werde ich heute weitermachen mit der Dämmung. Der Decke, hier hinten fehlt noch ein Stück, hier sieht man es. Und das werde ich jetzt weitermachen, weil im letzten Video habe ich erzählt, da war es so kalt und die Luftfeuchtigkeit war zu stark, dass es an der Decke dann kondensiert ist, das Wasser, Kondenswasser. Und heute geht es wahrscheinlich. Es ist 5 Grad warm und die Sonne scheint draußen, man sieht es auch. Schönes Wetter, bisschen neblig, aber es geht. Jetzt versuche ich halt weiterzumachen. Ich habe hier noch eine Heizung geholt. Vielleicht wird es da ein bisschen wärmer und dann gibt es kein Kondenswasser. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass es jetzt klappt. Jetzt geht es hier weiter zwischen den Dachfenster und der hintere kleine Bereich mit Armaflex. Das müsste noch reichen. Da hoffe ich mal, das hält heute gut, weil man sieht es, glaube ich. Ja, jetzt ist es trocken. Letztes Mal hat man so richtigen nassen Film gehabt, so Kondenswasser. Mal schauen, ob das jetzt besser ist. Auf jeden Fall, die Matten halten trotzdem gut. Ich werde noch hier ein bisschen dazwischen ein bisschen abdichten, aber sonst ist alles ganz gut. Ich habe es jetzt geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt die Decke komplett gedämmt. Fast zumindest. Man sieht es auch hier über mir. Wenn man es erkennen kann, hier schön gedämmt bis hinten. Nur an den Seiten hier, da fehlt noch ein bisschen. Aber das mache ich dann zum Schluss, weil ich noch Kabel verlegen will. Da muss ich schauen, wie ich das dann richtig mache. Da bleibt noch ein bisschen offen. Der Bereich. Aber sonst ist richtig schön geworden. Auch die Matten halten gut bei den Temperaturen. Genau, hier sieht man es nochmal. Hier habe ich noch mit dem Armaflex Tape nochmal abgedichtet um das Fenster ringsherum. Und hier nochmal ein paar Streifen. Und da hinten. Ich werde wahrscheinlich hier auch nochmal bei jedem Querbalken nochmal mit Armaflex Band abdichten, dass es ja dicht hält. Und hier werden dann später noch Kabel und Lampen verlegt in den Holm. Vielleicht isoliere ich die noch ein bisschen später, aber das kommt dann erst zum Schluss. Genau, so sieht es jetzt aus. Und was ich hier habe ich noch Dämmmatten für den vorderen Bereich der Scheiben, habe ich mir gekauft. Die gab es ein Angebot, da soll man die Seitenscheiben rechts und links und die Frontscheibe gut isolieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Das werde ich jetzt mal testen. Ich habe falsch gemacht. Hier sind die Saugnäpfe. Die kann man dann befestigen, dann hält die Isomatte besser an der Frontscheibe oder Seitenscheibe.
Die eine, die Seitenscheiben hier, die halten nicht alleine. Die müsste man mit den Saugnäpfen festmachen an der Seitenscheibe. Und da drüben auch. Aber in geschlossenem Zustand geht es einigermaßen. Man sieht es auch da. So sieht es aus jetzt von innen. Ich habe das nur so drangelehnt, mit den Sonnenblenden ein bisschen gegengestützt. Aber es hält schon einigermaßen gut, warm, denke ich mal. Genau. Ich zeige es mal von außen. Und von der Seite. Ja, gar nicht so schlecht. Wenn es da wirklich kalt ist und man will seine Ruhe haben und niemand soll reinschauen in den Bus, dann geht es natürlich schon. Ich zeige es nochmal von innen. So sieht es aus. Ja, Camperfreunde, ich werde euch mal einen Link in die Videobeschreibung setzen, wo ich das Ding gekauft habe, die Isoliermatte. Und dann werde ich jetzt weitermachen mit meiner Dämmung. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist Kondenswasser. Guckt ihr mal, hier hat sich Kondenswasser gebildet. Geht direkt an der Kante lang. Ah, okay. Hier sieht man schon, hier ist Wasser. Hier ist nass. Das ist natürlich nicht gut, wenn es auf Dauerzustand so ist. Und dann kann es natürlich rosten, die Karosserie, wenn offene, blanke Stellen da sind. Das habe ich nämlich mal auch gelesen im Internet, dass manche Autos dann geschimmelt sind oder verrostet sind. Was ich machen werde, ich werde jetzt zum Band hier auch auf den Seiten und hier drüben überall rüber kleben, damit es noch ein bisschen dicht hält und keine Luft drankommt. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen weiter gemacht. Und zwar habe ich noch die Fugen, also die Öffnungen zwischen den Holm und den Armaflex nochmal mit Armaflex-Tape zugeklebt. Überall hier an der Decke bis nach vorne. Genau. Und denke ich mal, das lasse ich jetzt erstmal so alles mit der Decke, weil das kommt dann erst noch ein paar Kabel verlegt und noch ein paar andere Sachen werde ich noch hier reinlegen, ein paar Lampen. Da bleibt die Decke jetzt erstmal so, wie sie ist. Und dann werde ich als nächstes dann hier den unteren Bereich dämmen. Ich werde aber wahrscheinlich keine Mineralwolle nehmen, weil das wahrscheinlich wegen Kondenswasser, habt ihr gesehen im Video jetzt, weil Kondenswasser sich bildet und dann kann sein, dass es sonst schimmelt. Und Armaflex ist ja, wie sagt man, wasserresistent oder der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist sehr hoch. Also saugt kein Wasser auf und dann werde ich wahrscheinlich die untere Seite hier auch mit Armaflex dämmen. Vielleicht mit 32 mm. Weil da genug Platz ist. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.